Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, heute bin ich da, um euch mal was zu zeigen. Viele haben ja gefragt und mich gebettelt und unbedingt gedrängt, ein Minecraft-Video zu machen für meine Karte. Um endlich alles zu sehen, alle Ecken und alle Kanten und was weiß ich. Und ich denke mal, heute ist es endlich soweit und ich zeige euch unsere Karte. Ich sage jetzt extra unsere, weil ich sie nicht ganz alleine gebaut habe. Wir hatten nämlich viel Hilfe und... ja, das waren teilweise mein Bruder und Freunde. Ja, die haben uns teilweise immer gut unterstützt. Und ja, was daraus geworden ist, das sehen wir jetzt gleich. Vorerst wollte ich euch erstmal sagen, das ist jetzt nicht die Karte, die ich euch jetzt schlussendlich zeigen will. Das ist erstmal ein, sagen wir mal, ist eine sehr, sehr alte Karte. Das ist eine der ersten Karten, die ich abspeichern konnte und noch finden konnte. Und sie ist in einem sehr frühen Stadium noch. Und ich habe es jetzt erstmal... um nachher euch zu zeigen, was insgesamt aus der Karte geworden ist. Man sieht dann die Entwicklung halt besser. Und darum gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Und ich denke mal, wir gehen jetzt mal hier hoch, weil ich euch zeigen will, wo wir gespawnt sind. Ja. Und das war, ich gehe mal hier weiter hoch. Da hinten, man sieht es vielleicht, wenn man... ja, ich weiß nicht, wie es nachher auf YouTube aussehen wird, aber da auf jeden Fall ist so eine kleine Insel und... wir fanden das damals nicht so nice da und sind dann ja einfach rübergeschwommen, haben dann diesen riesen Berg gesehen und dachten wir, boah, irgendwo da oben müssen wir uns hinsetzen und naja, wir sind dann hier runtergelaufen, weil wir dann noch irgendwie irgendwo einen Anfang brauchten und die Sonne, die ging schon so fast unter und wir hatten ein bisschen Schiss, dass uns vielleicht die Monster umbringen könnten. Und ja, wir haben uns dann einen kleinen Höhleingang gesucht oder besser eine Höhle oder ein Ort, wo man graben kann. Und das war dann dieser Ort. Und wir haben diesen Ort die stillgelegte Kohlemine genannt. Oder stillgelegte Kohlemine zumindest. Ja, stillgelegt, man sieht hier ein bisschen so ein... da ist ein bisschen Dreck, da ist Dreck, hier fehlt Holz, alles ein bisschen kaputt. Darum ist auch so eine stillgelegte, hier ist die Schrift auch nicht so mehr ganz super. Das soll alles darauf hinweisen, dass ich halt... alt und stillgelegt ist. Ja, das war unsere erste Idee. Aber jetzt gehen wir einfach mal rein. Und ja. Wir haben uns hier damals durchgegraben. Es war lang nicht so breit, wie es jetzt war. Es waren hier nur vier Felder, die wir uns die ganze Zeit durchgegraben haben. Ich glaube, was war das? Ich glaube, das war das erste hier, was wir hatten. Und hier hatten wir irgendwo eine Workbench. Und die ganzen Kisten sind später dann dazu gekommen, als wir da auch ein bisschen mehr gesammelt hatten. Und ja. Wir haben uns dann später auch noch einen kleinen Raum hier hingebastelt und hier stand dann ein Bett. Boah, ist das gerade wieder laut. Scheiße. Ja. Boah, das war jetzt mega der Scheißschnitt, aber... ach, ich muss euch übrigens noch dazu sagen, ich nehme mit Frubs auf, das sieht man da oben sicherlich stehen. Aber es ist die unregistrierte Version, das heißt, ich habe immer nur 30 Sekunden Aufnahmezeit. Das kann man ja nachher alles zusammenschneiden, das ist ja kein Problem. Aber es könnte sein, dass manchmal mein Wort abgehackt wird oder so ein kleiner Huckele. Oder Ruckler, oder ich weiß auch nicht, wie man das nennen kann. Und ja, dann ist das nicht ganz sauber. Aber das, denke ich mal, kann man vielleicht verschmerzen. Dafür, das habt ihr gesehen, jetzt habt ihr irgendwie voll den Wortabschnitt bekommen. Aber die Qualität ist halt so, ja, ich denke mal, angenehm. Ich hatte auch schon andere hier Gamecams, ich nenne die mal einfach Gamecams oder sowas. Wie zum Beispiel wirklich Gamecam, Hypercam... weiß ich nicht, was alles dann noch da war. Ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Ich bin in verschiedenen Foren unterwegs gewesen und das war alles nur Scheiß. Ich habe das getestet und... bleh. Ich denke mal, Frubs ist das Beste und jetzt muss ich ständig auf die Zahl oben achten, damit ich weiß, wann die 30 Sekunden zu Ende sind. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben uns hier durchgegraben und sind dann hier bald auf einer auf eine Höhle gestoßen. Und ja, hier war zum Beispiel ein so ein kleiner Abstieg, Aufstieg meinte ich, so eine Abzweigung wollte ich ja nicht sagen. Und da wollten wir irgendwann mal rein, dann haben wir den stillgelegter Schacht genannt. Ja, genau wie da hinten. Da hinten war dann auch so eine zweite, so eine zweite Abzweigung, haben wir Höhleneingang 2 genannt. Und ja, es ging hier weiter, hier sieht alles so gerade aus und das ist, liegt einfach daran, dass, ja, hier war überall solche Höhlen und sowas Blödes und so dunkel und so verzweigt und da konnte man gar nicht sehen, das sah alles so ungefähr aus, noch ein bisschen schlimmer und wir wussten dann nicht, wo dann vielleicht mal was spawnen könnte oder sowas und dann hatten wir gedacht, komm,
komm, machen wir das mal zu, um einfach sicher zu gehen, dass uns auch nichts passiert. Und ja, das geht dann bis da hinten weiter. Aber das will ich euch jetzt gar nicht zeigen. Wir werden nämlich so oder so in die Mine ganz unten kommen. Das führt nämlich zu einer ganz großen Mine unten. So eine, ja, ich denke mal, früher war das dann, das war hier nur so ein Anfangsweg und hat uns in so einen riesen Minentrakt oder Höhlentrakt geführt. Den haben wir jetzt ausgebaut und jetzt zeige ich euch mal, wie der aussieht. Aber dass wir erst noch kommen, ich werde, ja, hier kann ich jetzt einmal ganz kurz rein gucken. Hier sind halt so, sag ich mal, Bahnhofstationen. Hier können wir meinen Katz hinsetzen und runterfahren in diese Riesenmine, von der ich gerade gesprochen habe. Hier haben wir einfach so einen schönen Lavafluss gemacht, also so einen runterfließenden Lavafluss, um es einfach so schöner zu machen. So eine natürliche Beleuchtung, nicht mit Fackeln oder so. Ja, und kommt zu. Hier ist das gleiche Spiel. Und die führen beide zu einem gleichen Ort. Eins hat uns damals hochgefahren und eins hat uns einfach runterfahren lassen. So. Und jetzt hier nochmal, hier ist jetzt eine Kiste hingekommen, das hat vielleicht folgenden Grund gehabt, weil wir nach oben gezogen sind. Wir wollten nämlich irgendwie an die Sonne, an die frische Luft, Bergluft genießen sozusagen. Und nachdem wir uns armen, ahnungslosen Schafen von hinten, also an die Schafe uns angeschlichen hatten, um ihre Wolle zu bekommen, haben wir uns auch ein Bettchen gebastelt und das dann hier hingestellt. Da stand er erst, wie gesagt, da unten und jetzt steht's hier. Und ja, jetzt haben wir uns eine schöne Bude drum gebaut. Einen schönen Balkon. Und jetzt könnte man immer schön hier runter gucken. Den schönen Mond genießen. Und falls Monster kamen, uns dann irgendwie von denen zu verstecken. Entweder in dieser Bude oder hier unten. Und ja, da kann man meinetwegen auch rein. Und jetzt habt ihr vielleicht wieder den scheiß Schnitt gehört. Aber ist mir scheißegal. Besser als nichts, wie man sagt. So. Hier hat man auch so einen kleinen Balkon, was heißt Balkon, aber auf jeden Fall so eine kleine Aussicht. Hier ein kleines Gästezimmer für irgendwelche Leute, die mal vorbeischauen wollen. Und wir gucken dann immer hier schon runter und ja, das soll so ein Nachtschränkchen sein. Ja, mit Hammer und Zange und hat man auch immer ein Nachtschränkchen, oder? Ja. So, das wär's erstmal von hier oben. Und ich denke mal, wir gehen jetzt mal in diese sagenumwobene Mine. Hauptmine haben wir sie genannt. Weil es auch die Hauptmine war, das war alles hier oben eine stillgelegte Kohlemine. Wenn ich mich nicht irre, steht das sogar hier drauf. Yo. Ja, so. Meine Güte. Ich hätte eigentlich auch schlafen gehen können, aber was soll's. So, zwei Minecarts habe ich jetzt. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Runterfahren. Letztes Mal habe ich es mir voll verkackt. Ach, lass mich mal los. So, komm mit. Hallo, wo bist du? Da. Oh, geschafft. Ich hab's einfach drauf. Ja, ist ja relativ dunkel. Aber das hat alles seinen Sinn und Zweck, weil da sind so viele Cobblestones und weiß was nicht alles. Das sieht alles scheiße aus und das muss man nicht, euch nicht zumuten. So, hier haben wir jetzt einen riesen, was heißt Riesenraum? Einen, ja, bisschen größeren Raum. Größer als oben vielleicht. Und wir haben hier immer, oh, mehr Platz. Kopf frei. Und ja, hier führt es zum Berghaus und hier könnten wir uns normalerweise schön ein Minecart hinsetzen und dann mit diesen super Booster-Sachen in Richtung Glück fahren. Aber das geht leider nicht mehr, weil, ach, ich weiß gar nicht, welcher Patch das war, halt der Patch, der mit den Booster-Schienen kam oder eins kurz danach, hat das ja dann gefixt. Dann war hier halt so ein Maschinenraum, den haben dann immer schön, sind wir hier reingegangen, um die Schienen dann anzuschieben. Das ist jetzt alles ohne zu... Das kann man eigentlich wieder abreißen. Genau wie dieser Maschinenraum hier. Naja. Hier ist das gleiche Spiel. Hier sind wir zum Unterwasserhaus gefahren und zu dem Haus im Felsen. Oder Felshaus. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll. So, ja. Hier kann man halt hoch und runter. Aber das funktioniert auch nicht mehr so richtig. Also müssten wir alles neu machen. Wir fahren auch darum jetzt nicht mehr zum Berghaus und auch nicht zum Unterwasserhaus. Das werden wir alles noch später machen und deshalb gehen wir jetzt einmal hier weiter und hier ist so ein kleiner ein Aufenthaltsraum. Ja, hier wird das ja irgendwann mal ein schönes, tolles Wohnzimmer und hier fragt euch sicherlich, was ist das denn für eine Scheiße und was soll das Gemüse hier, das kann ich euch gleich alles erklären. Hier geht es auf jeden Fall hoch und wo das hochgeht, das sehen wir bald. Ja, was haben wir hier?
Ach Quatsch, ich muss auf jeden Fall mal zeigen, was dieser ganze Boden auf sich hat. Oh, schön, ne? Ja, hier, ja, wir sind damals hier runtergekommen. Wie gesagt, von der Kohlemine runtergegangen und sind dann auf dieser riesigen Höhlentrakt gestoßen und haben mal Lava gesehen und dachten, boah, es ist hier hell. Und dann dachten wir, so, buddeln wir uns mal so weit durch, bis wir die ganzen Lavasee freigelegt haben. Und das ging halt bis hier. Da hinten ging es bis dort. Und das ging halt sogar bis da hinten. Und jetzt habe ich gerade die Aufnahme wieder voll verkackt. Ich glaube, da fehlen jetzt 1 bis 2 Sekunden, aber ich bin mal wieder zurückgelaufen und habe dann hoffentlich wieder alles drauf. Ich werde es nachher sehen, wenn es dann hochgeladen ist. Ja, auf jeden Fall geht es dann hier bis hier weiter und es geht sogar noch ein bisschen weiter bis da hinten, aber da hatten dann doch keine Lust mehr zu. Ja. So. Und dieser Lavasee, der geht auch bis dahin. Hier haben wir aber dann nachher noch so eine Wand vorgemacht, weil wir dann die Räume trennen wollten, weil das uns zu groß geworden wäre. Das ist jetzt schon ein bisschen zu groß, ja. Und wir haben ihn jetzt mal erstmal Abstellraum genannt. Wir wussten nämlich nicht, was wir mit dem machen sollen. Obwohl das hier ganz schön, ich finde das schön, dass hier so ein Lavasee runterfließt. Meine Güte, ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Lavafall ist ja ein bisschen scheiße, oder? Naja. Und Lavawasserfall. So, auf jeden Fall. Das hatten wir dann so vor, einen schönen Boden zu machen. Und ja, jetzt gehen wir mal hoch und zeigen so eine kleine Basisstation. Hier haben wir auch so einen schönen Lava-Wasserfall. Nein, natürlich, auf jeden Fall sowas. Ihr wisst, was ich meine. Und das hatten wir erst beidseitig. Hier hinten hatten wir auch erst, aber das sah dann irgendwie blöd aus. Dann haben wir es ins Einzelne gemacht. Und hier haben wir dann so eine kleine Ecke, wo wir dann unsere Erze und Mineralien verarbeiten und sowas. Und ja, hier haben wir dann verschiedene Sachen drin. Hier haben wir schon relativ viel Eisen. Und 6 Diamanten, ja genau, wo haben wir die denn her? Ja, die gab es da unten und die Geschichte dazu, die ist ja toll. Naja, geht so. Der kann ich euch gleich erzählen, nachdem ich euch das hier gezeigt habe. Hier ist so ein kleiner Weg, noch eine Abzweigung. Das ist die 5., 6., keine Ahnung wie viel. Und die haben wir zugemacht, weil wir Schiss vor Creepern hatten und darum haben wir die verschütten lassen. Ach, verdammt, jetzt habe ich voll nicht drauf aufgepasst. Also hier war auch nichts hinter und ich habe jetzt keine Ahnung, das waren wieder 2 Sekunden, die ich wieder nicht hingeguckt habe. Das ist so schwer. Ich meine, ich verstehe, was Kronk meinte. Oh, was sage ich jetzt, Kronk? Ein bekannter Let's Player meinte mal, dass man, wenn man viel redet und Minecraft zockt oder zumindest nicht zockt, dass man dann immer irgendwie total unkonzentriert ist. Und das verstehe ich voll und ganz. Und ich muss mich jetzt noch zusätzlich auf diese blöde kleine Zahl oben, links oben, beschäftigen. Das lenkt mich mega ab. Naja, so, jetzt war es schon wieder aus. Aber ich glaube, diesmal habe ich es richtig gemacht, weil gerade Wortende. Naja, ihr wisst, was ich meine. Egal. Und hier ging es halt auch weiter. Aber da werden wir erst gleich reingehen, weil das wird doch nur eine kleine Überraschung. So, jetzt gehen wir mal die Treppen hoch. Und hier ist ein kleines Geländer, dass man nicht runterfällt. Obwohl, hier kann man ja auch runterfallen. Hat es eigentlich keinen Sinn. Aber egal. So. Wie gesagt, wir haben hier so einen Lava-Stil unter Glas verstecken. Dingens am Laufen. Das haben wir überall fast. Aber es sieht ja nicht gut aus, finde ich. Und ja, hier geht es jetzt hoch. Das sah auch alles noch nicht so gerade aus. Das war damals... Da müssen wir hier so total viel hinsetzen. Das ist eine Arbeit. Und hier kommen wir, also hier wären wir jetzt rausgekommen, wenn wir von der stillgelegten Kohlemine noch weiter runtergelaufen wären. Hier wären wir dann halt rausgekommen. Hier haben wir so ein kleines Treppenhaus, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, so einen kleinen Zusammenschluss aus verschiedenen Richtungen. Hier geht zur Lavagrube. Ihr wisst jetzt, warum die Lavagrube heißt. Hier geht es eigentlich zur Kohlemine, da gibt es kein Schild, aber wenn man von der Kohlemine kommt, weiß man das ja. Aber trotzdem brüste ich jetzt ein Schild hin, aber ich habe keine Lust. So, und hier, als wir damals von hier kamen, da ja, ging es hier weiter, das haben wir zugemacht, aber da oben, da ging es irgendwie so schlangenlinig, es war so ein Aufstieg und man hat da plötzlich Sand entdeckt und Sandstein und wir haben uns dann so schön und wurden fast von so einer Lawine aus Sand, was wollte ich sagen, von so einer Lawine Sand begraben, so, jetzt habe ich es, nicht ganz sauber, aber Latten, ja. Und dann dachten wir aber, als wir uns dann rettend den letzten Sandstein noch weghauen konnten, haben wir dann Licht gesehen und dachten, komm, wir machen jetzt hier mal eine schöne
so ein schönes Strandhaus hin. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und da gehen wir jetzt auch gleich hin.